Das Thema Wiedervereinigung war bislang tabu in den Gesprächen der Berater von Bundeskanzler Kohl und Staatschef Gorbatschow. Der Bote aus Moskau soll vorfühlen, was die Bundesregierung so plant. Und den zweiten Teil sagte mir der Verlin damals vor meiner Abreise nach Deutschland. Ne? Wirst du ihm sagen, wir sind bereit, auch über noch vor kurzem Undenkbare zu denken. Portugalow kommt nicht mit leeren Händen. Sein Gastgeschenk, ein Ideenpapier, von dem Gorbatschow nichts weiß. Sie hätten in der sowjetischen Führung ganz, ganz oben Gespräche geführt und er hätte hier eine Reihe von Fragen, die ich dem Bundeskanzler vorlegen solle. Also die begann, die Fragen vorzutragen, war ich schon elektrisiert, weil das alles Themen waren, die in irgendeiner Form mit der Frage einer Einigung, einer Einheit Deutschlands zu tun hatten. Da wurde der Teltschik elektrisiert, weil sie selbst, die Deutschen, merkwürdigerweise nichts darüber gedacht haben. Überhaupt nichts. Ein Köder aus Moskau. Bonn nimmt ihn für bare Münze und wird aktiv. Wenn man in Moskau über diese Fragen beginnt zu diskutieren, ob eine deutsche Einheit möglich sein könnte, dann wird es höchste Zeit, dass der Bundeskanzler sich an die Spitze der Bewegung stellt. Ich habe mich dann in den folgenden zwei Tagen wirklich im Alleingang entschlossen, niemand zu fragen. Wissen Sie, dann hätte ich mich, wenn ich die Kabinettssitzung auf dem Bonner Marktplatz abgehalten hätte, wäre die Diskretion gewahrt gewesen. Aber eine Kabinettssitzung mit diesem Thema wäre Stunden später herausgebracht worden. Deutschlandpolitik ist in Bonn Chefsache. In aller Einsamkeit feilt der Bundeskanzler an einem Coup. Zwei Drittel dessen, was der Kohl in diesen 10 Punkten formuliert hat, nicht, war von mir. Und Kohl hat sehr viel davon wiederholt. Vor der Rede des Kanzlers wissen nur wenige, was er vortragen wird. Ein 10-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas. Wie ein wiedervereintes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher. Die Abgeordneten im Bundestag reagieren durchweg positiv. Auch der übergangene Außenminister versucht, gute Miene zu bewahren. Es war im Kabinett nicht abgestimmt und das hätte normalerweise auch heftige Reaktionen herausfordern müssen. Das hielt ich für gänzlich falsch in einer Situation, wo darauf ankam, dass die Bundesregierung als handlungsfähig und einig erschien.